Wow, mein Trinken ist schon wieder alle. Dabei habe ich es vor der Aufnahme extra aufgefüllt. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Was essen wir denn Leckeres? Suppe? Ja, genau, weil mir auch nicht schon zu warm ist. Gegrillter Käse habe ich letztens erst gegessen. Pasta macht, bringt nichts. Karottensuppe, heiße Schokolade. Ja, komm, essen wir Kaktussuppe. Lecker Kaktussuppe. Aber interessanterweise hat sich die Temperatur hier schon wieder ein wenig angepasst. Wir sind hier nämlich jetzt nur noch bei 37 Grad. Mal gucken, wie es im Raumschiff ist. Da geht es noch rauf. Aha. 37,7, 37,75, 37,8. Na mal gucken, wie weit es rauf geht. Vielleicht muss ich die Mauer noch dicker machen? Das wäre ja ein bisschen affig, oder? Ich weiß nicht. Wie dick war die Mauer denn vorher? War da überhaupt einer? Ja, wir hatten ja eine Mauer zwischen unserem Haus und der Lava. Damit wir nicht aus Versehen in die Lava fallen. Machst du mal drei Felder dick. Mache ich so halt mal drei Felder dick. Brauche ich noch mehr Stein. In der Zwischenzeit mache ich die interessanten Sachen, ja? Och nö. Kannst du mich auch ruhig mal an den interessanten Sachen teilhaben lassen. Ich will auch mal irgendwas in die Luft jagen. Ich habe nur das Gefühl, dass es ein böses Ende nimmt, wenn ich das mache. Ja, aber ich mach die mal etwas dicker. Ist die Außenmauer auch drei Felder dick? Nö. Warum sollte das dann was ausmachen? Naja, wir können es ja trotzdem mal. Vielleicht Ich weiß nicht, aber immerhin bist du damit erstmal ein bisschen beschäftigt. Oh wow, dann kann ich keinen Dummfug anstellen oder was? Genau, nichts in die Luft jagen oder so. Das ist doch der Richtige. Wer kam denn hier vorhin, als ich mit dem Mauerbau beschäftigt bin, an mit Sprengung? Das war ja wohl nicht ich, oder? Das war mein böser Zwilling. Aha. Und wie heißt der? Nee, Moment, das kann gar nicht sein. Das war der aus der ersten Episode. Ach so, dein böser Zwilling, der ist gestorben. Ich glaube so zwei, dreimal. Und das waren keine Zwillinge, sondern Klone. Hat dann halt eben ein böser Klon. Ja, das kann durchaus mal passieren. Darf ich eine Quest beenden? Na gut, ausnahmsweise, weil heute Sonntag ist. Okay. Aber nur ausnahmsweise. So. Jetzt können wir ja mal gucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Kann ich auch die Quest beenden? Nee, ich muss sie erstmal fertig machen. Ach so. Ich dachte, du wärst schon fertig. Wo bist Jetzt du? müsste sie fertig sein. Okay, dann gucken wir doch mal. Oder auch nicht. Was hast du denn Er will noch angestellt? mehr haben. Basic Survival oder Under Pressure? Nee, in den dritten. In dem Dr Salvage Operation. Ja, weil dafür haben wir genügend Ressourcen. Triple Play. Einen hohen Ofen soll man bauen. Und einen tiefen Tank. Genau. Okay. Ach, zur Dingens, zur Schmelze. Ich schmelze. Ja. Nee, ich schwitze. Hier generiert irgendetwas Wärme. So, die Quest ist fertig. Was? Ach so. Yay, wir kriegen Bricks. Another brick in the wall. Ja. Warum haben wir denn noch Sachen bei Basic Survival offen? Weil wir dafür die Maschine aus dem zweiten brauchen. Das ist ja mal gut zusammengestellt. Wir brauchen immer noch Plastik. Ja. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin?
Ich versuche, ob ich diesen Hochofen bauen kann. Lässt mich hier hinten in der Ecke stehen und. So, wie willst du denn einen Hochofen bauen? Hoch. Aber wir haben, glaube ich, nicht genügend Bricks dafür. Ich habe noch ein paar Bricks. Nee, die anderen. Ja, okay. Woher soll ich das denn wissen? Du redest ja nicht mit mir. Lässt mich hier einfach schwitzend in der Sonne stehen. Wie, das ist deine Antwort darauf? Japp. Ja. Vielleicht muss ich einfach mal meine Rüstung ausziehen. Ausziehen, ausziehen. Nee, lieber nicht. Doch, tue ich. Damit werde ich der einzelnen Holzrüstung mal Gesellschaft leisten. Vielleicht war das einfach das, was mich hat schwitzen lassen. Weil Leder ist ja jetzt nicht gerade leichte Kost. So zum Schleppen. Nicht nur irgendeine Ahnung hätte, wie man das Ding baut. Wahrscheinlich genauso wie das da. Da in dem Nee, Questtext das stand drin, ist. ist eine Upgrade-Version von dem da. Ja, aber der Aufbau ist anders gewesen. Zumindest war das früher. Wenn ich jetzt in dieses geschmolzene Aluminium springe, bin ich dann tot? Du kriegst Schaden. Aber normalerweise stirbst du nicht sofort. Ich glaube, ich probiere es nicht aus. Das ist Zinn, Lava, Aluminium, Bronze. Nee, das klingt so ungesund. Wenn du Adamantium machst, dann können wir uns mal wieder drüber unterhalten. Oh, Adamantium. Ja, dann nimmst du so eine riesenlange Nadel und jagst mir das so durch den Arm und überträgst das auf meine Knochen. Ja? So, total Ich glaube lieber originelle nicht. Idee, das hatte noch niemand vorher. Und dann kriege ich auch so Klauen, die so aus dem Handgelenk so. Pssch. Weißt du? So zwischen den Fingern, Nee, so. das lassen Zack. wir mal lieber sein. Och, Menno. So ähnlich wie mein Schwert hier, so. Zang, Ching. Nein. Das wäre total uncool, ne? Würde niemand jemals machen. Genau. Deswegen wurde das ja auch noch nie umgesetzt. Also wir Na brauchen mehr gut. von diesen Bricks, so wie es aussieht. Und die gibt es wo? Die kann man craften. Ach so, das ist ja erstaunlich langweilig. Oh, ich habe noch welche. Manchmal. Aber nur Aber nur manchmal. manchmal. Hat der Qui-Gon ein kleines bisschen Haue verdient. So, das musste mal gesagt werden. Ich frag mich, ob das reicht. Das Ding sieht so komisch aus. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gut, hab keine Flasche verschwendet. Hast du noch Kohle? Kohle? Alter, die Folge Kohle. läuft gerade erst mal 20 Minuten, ja, und schon schnorst du mich um Geld an. Ja. Ja, lass mich mal gucken. Wir Danke, ich hab. müssten hier doch eigentlich einiges produziert haben. Ja, da ist es doch. Ah, wieso ist meine Axt weg? Ach so, war keine Axt. War Matlock. War keine Axt, sich haha. Das Ravi nicht. Musst du auch nicht. Okay, gut. Ich höre Spinnen. Nee, das war hier. Eine Spinne. Nee, Dreck. Ich habe Dreck hinter Eine dich Spinne. gesetzt. Ich habe Nein. von draußen aber eine Spinne gehört. Ach, was du alles draußen hörst. Warte mal. Lass mich kurz was essen, dann scheuche ich die weg. Wir kaufen nichts. Esse ich nochmal Kaktussuppe. Aus frisch gepresstem Kaktee. Kaktus. Ja, so ein Kack. Schlürf, 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 schlürf. Zack. Und wieder weg damit. Ich glaube, ich weiß wieder, wie ich dieses hier gemacht habe. Und wie?
meine, ich habe Steinchen in den Hopper hier reingeworfen. Die sind in dem Crucible geschmolzen worden, bringen es hier jetzt Stone und werden dann hier in dem Casting Table gleich zu Dingens. Wo ist hier ein Casting Table? Na, hier unten. Ach, drunter. Da! Okay. Hey, ihr Spinnen, wir kaufen nix. Charge! So. Die arme Spinne, die wollte doch nur spielen. Ja, ich hab jetzt auch gespielt. Und zwar das Lied vom Tod. Du. Hast du das auch gerade gehört? Das Lied vom Tod? Ah, Zombie-Kind! Dabei ist doch gar nicht Halloween. Aber so mache ich auch an Halloween die Tür auf. Ein Schwert in der Hand. Bam! Ich würde die Tür einfach auflassen, weil sie rein wollen und dann die Tür zumachen. Ihr kommt nicht mehr weg, oder so was? Richtig schön auf die Nase. Nein, nein, nein. Bevor sie drin sind, wenn sie noch im Türrahmen stehen. Ach so. Ja, hast du eigentlich mitgekriegt? Süßes, sonst gibt's Saures, ist in Deutschland inzwischen auch verbreitet? Das ist schon lange. Ja, entschuldige bitte, bei uns auf dem Land halt nicht. Da klingelt halt keiner und sagt, Süßes, sonst gibt's Saures. Es zwingt dich ja keiner auf dem Land zu wohnen. Tja. Hast du wohl recht. Oh Gott, wie zum Teufel habe ich dieses Set bekommen? Die Discord sprichst mal nicht. Indem du sie vielleicht nochmal gebacken hast? Ah. Na, hatte ich recht? Jein. Wie jein? Bin der Meister des Wissens. Also halb und halb. Wie halb und halb? Rede mit mir. Vielleicht muss ich das irgendwann mal alleine machen. Also, du kannst hier in das Ding diese kleinen Steinchen reinwerfen. Die Steinchen kriegst du, wenn du Smooth Stone mit dem Hammer platt machst. Mit dem Hammer platt machen. Warte, das kriege ich hin. Mit dem Hammer platt machen. So. Da kriege ich kleine Steine raus. Die wir ganz am Anfang hatten. Ja. Genau. Die schmeißt in den Hopper rein. Ja. Die werden geschmolzen zu Seared Stone. Ich habe meinen Hammer kaputt gemacht. Ich habe einen zweiten. Und diese Seared Stones, wenn du genügend hast, werden die zu Seared Bricks. Das sind im Prinzip die, mit der wir hier diese Smelterie auch gebaut haben. Den Schmelzofen. Okay. So, das schmeiße ich jetzt in den Hopper. Genau. Dann passiert eine ganze Weile nichts. Ja, ich muss erstmal genügend Zeugs da fertig machen. In der Zwischenzeit kann ich mit meinem Hammer. Ich mich gerade fragen, warum das Holzstone. Achso, verstehe. Also, du müsstest jetzt, wenn du hier drauf guckst, ganz knapp, ganz leicht sehen, dass da eine Flüssigkeit drin ist. Ja, da blubbert's. Genau. Und wenn das genügend ist, wird das ein Block, den kannst du rausnehmen. Ja. Der Block kommt in den Schmelzofen hier hinten. In den großen. Ja, in den großen hier. Okay, Seared Stone, ja. Genau. Das dauert jetzt eine Weile, bis der schmilzt. Ja. Und wenn er geschmolzen ist, packst du hier auf diesen Casting Table einen Brick, den wir gerade durch die Quest auch bekommen haben. Ja. Und lässt dieses geschmolzene Seared Stone drauflaufen. Und woher weiß die Schmelze, was es da raufkippen soll? Es ist immer das unterste Material. In der Liste kannst du hier immer draufklicken. Ach. Kannst du die halt eben drehen, wie du sie brauchst. Das ist nicht wie Physik funktioniert. Doch. Nein? Das ist wie echte Physik. Aha. Okay. Ich kann mal einen Termin bei einer Schmiede veranstalten und dann... Okay, und was muss das oberste dann sein? Dieses Seared Stone Dingsbums. Das unterste. Nicht das oberste, das unterste. Okay.
So, und genau, so. Ja, das muss dieses Sealstone sein, der kleine schwarze Rand, der jetzt unten ist. Ja, kann ich, und den, jetzt. Also wenn ich das jetzt anklicke, dann passiert was damit? Da ah, okay, also wenn ich es anklicke... Hast du nach unten was schon. Okay, also was ich anklicke, landet dann unten. Und wenn ich da jetzt draufklicke, dann genau. Kriegen wir so ein... Auf die... Genau. Und weiter. Was ich jetzt nicht weiß, ist, wie viel wir immer dann pro Barren verbrauchen. Ja. Aber anscheinend können wir aus einem Block, können wir anscheinend, ja, ich würde sagen, 8 oder 10 von den Dinger machen. Hey, lass das. Nee, du lässt das. Ich bin ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft. Na gut. Produktiv. Ich kann hier auf den... Ich kann machen, dass Suppe rausläuft. Genau. Auf komische Steine. Das ist dein Job. Ja. Ich bin gut bezahlt. Ich kriege 2 Euro die Stunde. 2 Euro? Das ist ja mehr, als ich kriege. Ja, ja. Nur ich weiß nicht, wie lange eine Stunde ist. Wir Barbaren haben die Zeitmessung nämlich noch nicht erfunden. Das ist ganz einfach. Eine Stunde geht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das hat uns mein Chef auch gesagt. Da muss es ja richtig sein. Ja, ne? Das ist spannend, oder? Ja, ne? Das ist super. Das kann man auch automatisieren mit Hoppern und wer weiß nicht was, aber... Das ist ja langweilig. Ist was machen wir denn dann den ganzen Tag? Es kommt kein Saft mehr raus. Chef! Ja, ich glaube, das war's. Haben wir nicht. Ich habe gerade die ganzen Bricks, die ich eingesammelt habe, an die Wand geworfen, weil ich nicht wusste, wenn man rechte Maustaste drückt, dass man die wirft. Oh, witzig. Ja, weil wir davon auch unendlich viel haben. Wir können unendlich viele davon produzieren. Die nächsten 267 Folgen. Diese Folge ist nun leider vorbei und wenn sie euch gefallen hat, dann gebt euch einen Daumen nach oben. Natürlich könnt ihr mir auch einen Kommentar dalassen und wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, dann klickt auf das Abonnieren. Vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt.